Und du so hier Treppen. Und der hier kriegt noch ein Minus. Der Bauauftrag braucht übrigens noch Säulen. So, Deckschicht. Weil der Turm ist jetzt eigentlich auch hoch genug. So. Kleiner Turm. Das habe ich nicht angeordnet, da eine Treppe hinzusetzen. Bitte wieder wegmachen. Was zur Hölle habe ich hier fabriziert in dem Turm? In dem Turm ist es richtig, ja. In dem Turm ist es falsch. Und in dem hier auch. Da habe ich Knick im Dorf-Tick gehabt. So, der Turm ist, was Holz angeht, fertig. Wir haben hier oben noch jede Menge Holz. Oh, nebenbei, werden die schaffen? Oh, da ist Holz runtergefallen. Will ich mal was gucken.
Okay, interessant. Ja, ich kann Holz so bauen, aber also ja, abgesehen davon, dass die viel zu weit auseinander sind. Es gab nämlich mal die Möglichkeit, Holz auch liegend zu bauen. Aber gibt es wohl scheinbar gar nicht mehr die Möglichkeit. Dann ist der Guide, den ich neulich gesehen habe, ein bisschen arg veraltet. So, habe ich hier noch was markiert? Nicht so direkt, aber ich muss jetzt gucken, dass ich die Treppen richtig platziere. So. Und mal kurz das X-Ray einschalten. Um zu sehen, dass die eine Treppe da hinten gelandet ist, wo wir nicht mehr an sie rankommen. Was etwas doof ist. Ja, da kommen wir leider nicht mehr an sie ran, weil ja. Okay, X-Ray wieder aus. Das wieder schließen. Also ja, ich habe es definitiv übertrieben im Abholzen. Aber der Turm ist ja eh noch nicht fertig. Na, der bringt seinen Stein wieder zurück. Ich finde aber das mit der Brücke, da sieht nicht schlecht aus. Und ich finde es cool, dass das geklappt hat. Ah, ganz ehrlich, solche Burgen kann man in Invasion oder Conquest nicht bauen. Das sind wirklich Burgen für Kreativbau. Also für Sandboxing. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das Hauptthema dieses Spiels.
Oh, hier habe ich vergessen, Bretter zu platzieren. Das erklärt einiges. So. Das sollte jetzt besser sein. Na, mehr Leute den Tunnel los. Der Aufräumauftrag kann weg und der Sammelauftrag, der kann auch erstmal weg. Wie gesagt, Holz haben wir mehr als genug. Wir werden später noch jede Menge Losse und Eisen brauchen, weil ich will ja auch noch Verteidigungen aufbauen. Ich werde zum Beispiel gerade mal damit anfangen, Dingsies zu produzieren. Das ist meine Werkstatt, da ist mein Labor. Ah, mach mal 5. Müssen wir gucken, wie wir die platzieren, dass wir einmal rundherum sind. Weil ich weiß nicht mehr so genau, wie groß der Radius von denen war. Wenn er so groß ist, ungefähr wie vom Eroberer, dann geht es einigermaßen. Genau an den Ort, an den will ich mehr kommen. Ja, und da sowieso nicht. Das wäre übrigens auch die Möglichkeit auszuprobieren. X2 erstmal wieder ausschalten.
Auch wir hat jetzt wieder frisches Eisen. Es ist halt wirklich die Frage, muss ich hier oben an so einen Kristall anschließen, dass sie ein eigenes Energiefeld produzieren, oder produziert der Oberer allgemein? Das ist so ein Tutorial. Es gibt kein Ingame-Wiki, was ich schade finde. Und wir haben bald 12 Stunden. Sehe ich gerade. Ja, wir bauen wirklich schon sehr lange an dieser Burg. So, nehmen wir doch mal das X-Ray. Also ja, da unter der Treppe, da tut sein Oberer keinem weh. Und ja, das geht richtig ins Glowstone gerade. So, geben wir den Leuten mehr Aufträge. Ich hab doch ein... Ja, habe ich eigentlich. Oh cool, sie sind bei dem Turm auch schon ziemlich weit oben. Das heißt, bald wird der Bauauftrag nicht mehr benötigt. Und ja, hier hätte ich noch Eisen. Und hier habe ich noch Eisen und Glowstone. Da hätte ich auch noch Eisen und Glowstone, etwas weiter weg halt. Für was die Türme halt leider zu klein sind. Also um Katapulte drauf zu packen. Ich könnte welche draufpacken, aber dann kann man nicht mehr die Treppen hoch und runter.